Ja, und ich fange vielleicht einmal an mit den neuen Sachen, mit Berechnungen. Was jetzt neu ist oder was neu ist, was wir in Zukunft auf jeden Fall anders machen werden, ist, wir werden grundsätzlich immer zwei Berechnungen machen. Wir werden grundsätzlich in Zukunft eine Rentenberechnung machen und eine Kapitalberechnung. Ich war vor kurzem selbst bei einem Unternehmen, da ist so angefordert worden, ich habe es dann gemacht, habe es dann direkt verglichen, auch vom Zahlenwerk verglichen. Und was das ganz Interessante dabei war, das war also hier dieses Unternehmen, das war die Muster GmbH, der hat genau 20 Mitarbeiter gehabt, hat ein Versorgungsvolumen von, das waren also die 20 Mitarbeiter, die haben bestimmte Entgeltumwandlung, hat man einfach mal gesagt, war mit gut gehend, also gut verdienenden Mitarbeitern 220 Euro, die mehr verdienen, dann die wenig verdienen 60, teilweise 140, teilweise auch 90 Euro und dann einen dementsprechenden Arbeitgeberzuschuss obendrauf, der im Prinzip auch fix ist, 130, 130 und die anderen kriegen halt 50 oder 90. Also im Durchschnitt so 60% Zuschuss hat er gerechnet. Wir haben es dann durch, hat mit 3,25% verzinst. Und was ich Ihnen zeigen wollte, was wir grundsätzlich, die einen, die letzten Monate Musterberechnung von uns gehabt haben, die kennen es ja, wir berechnen das dann durch. Leistungsanwärter, Leistungsfänger, Summe Entgeltumwandlung, das Thema zulässige Dotierung, was kann ich dotieren? Zulässiges Kassenvermögen, tatsächliches Kassenvermögen, Darlehensänderung, Darlehensstand, Darlehenszins, Steuer- und Unterstützungskasse, weniger wichtige, und dann die Versorgungsleistung, wann sind hinten fällig? Und das sieht man hier, 2040, das ist einfach der Nachteil vom Kapital. Da werden vier Mitarbeiter gehen in Ruhestand, da sind sofort 734.000 Euro fällig. Das tut halt bei so einem 20-Mann-Unternehmen weh. Aber man kann auch sagen, wenn die bezahlt sind und die sind ja vorher irgendwo angespart, dann ist das Ganze auch vorbei, dann ist das Ganze auch erledigt. Wir rechnen das dann durch bis zum Schluss, haben dann die Liquiditätsberechnung, haben dann Zuführung zum Kassenvermögen, also was fließt mir ab als Unternehmer, der BSV-Beitrag fließt mir ab, die Kosten der Unterstützungskassenverwaltung fließen mir ab. Dann habe ich eine bestimmte Summe von dem, was man abfließt. Was fließt man zu? Die Entgeltumwandlung, die Sozialversicherungsersparnis, die Darlehensänderung fließt man zu und der Aufwand steuerlich abzugsfähig fließt man zu. Dann habe ich, das ist für viele eine ganz wichtige Spalte, ich kenne Partner, die ziehen nur die Spalte raus, Steuerersparnis, also ich habe hier mit 30% gerechnet, das sind also die Steuersparnis pro Jahr, dann haben wir die Summe, den Zufluss und haben dann die Liquiditätsänderung und Sie sehen fast in allen Monaten positive Liquidität. Zum ersten Mal geht es hier los im Jahr 2040, wo einfach Liquidität hier netto 670.000 Euro abfließt. Und das ist schon eine Kernaussage. Das ist schon was absolut bedeutend ist. Dann im nächsten Jahr und dann sagen wir, okay, wenn wir das anlegen würden und was wir hier neu machen, wir haben ja zwei Varianten, wo ich sage, ich lege die Freiliquidität an und verzinse die mit einem bestimmten Zinssatz. Hier mit 4,3%, dann mit 6,5% und alternativ mit 8%. Und zweite Alternative, ich gehe konsequent her und lege 60% von meinem Darlehen an. Manche Partner von uns arbeiten mit der Spalte, manche Partner von uns arbeiten mit dieser Spalte. Ich arbeite gern mit der freien Liquidität, weil das wirklich die Liquidität ist, die einfach ehrlich, fair, sauber, transparent, nach Kosten noch zur Verfügung steht. Das ist im Prinzip die Liquidität, die wirklich nach Kosten, nach allem einfach da ist. Und wenn ich sage, die lege ich an oder die verzinse ich gedanklich, dann ist es diese Spalte. Wir haben auch Partner gehen her, die arbeiten nur mit dem anteiligen Unterstützungskassendarlehen. Die sagen ja, okay, pass auf, alles, was du in die Unterstützungskasse reinzahlst, ist ja im Prinzip Betriebsausgabe. 30% kriegst du sowieso vom Finanzamt. Du willst Arbeitgeber finanziert, du willst was Gutes für deine Mitarbeiter tun. Wir gehen jetzt her und legen jetzt einfach 60% pauschal an.
Und wenn Sie 60% anlegen, dann kommen natürlich am Ende zu wesentlich höheren Zahlen. Und auf der zweiten Seite, das ist jetzt ganz interessant, den ersten Zinssatz, den berechnen wir jetzt so, dass wir sagen, du pass auf, du brauchst wenigstens 4,3% Rendite, musst du erwirtschaften, dass das Ganze hier 0 auf 0 aufgeht. Das ist hier die zentrale, Aussage. Und so berechnen wir immer den Prozentsatz. Früher war es so, da haben wir hier zum Beispiel jetzt 4% gehabt oder 3,8% oder was auch immer. Und dann haben wir hier die letzten Jahre ist einfach das Geld ausgegangen. Und jetzt sagen wir, okay, das ist schlecht zu beurteilen, wenn es heißt, in den letzten 4, 5, 6 Jahren geht man die Liquidität aus, sondern wir berechnen praktisch das Minimum, was ich erwirtschaften will, muss, wenn jeder dabei bleibt, wenn es alles Worst Case bleibt. Ich meine, es ist ganz klar und das muss man auch deutlich sagen, wenn hier Mitarbeiter ausscheiden irgendwann, dann kürzen sich natürlich die Leistungen. Dotiert habe ich bereits alles hier im Vorfeld. Das heißt, jeder, der früher ausscheidet, und früher ausscheiden heißt nicht nach 4 Jahren, dass der Arbeitgeber finanziert, die Anteil verfällt oder im Prinzip null ist, oder nach 6 Jahren, wo er ganz wenig dann bekommt, sondern vorzeitig ausscheiden ist auch, wenn er mit 64 in Vorruhestand geht. Dann hat er auch schon einen geringeren Anspruch. Dann kriegt er auch keine 150.000 Euro, sondern vielleicht nur 142 oder 146 oder irgendwas. Also jedes vorzeitige Ausscheiden hilft uns. Und jedes vorzeitige Ausscheiden bringt uns was. Also das ist das, was hier neu ist. Die Berechnung ist das gleiche wie vorher, nur das stellen wir jetzt insoweit ein bisschen anders dar. Aber wie gesagt, für Sie wichtig, dass, da haben wir das bloß nochmal grafisch ausgestellt, das ist jetzt weniger wichtig.